Denn sonst hier irgendjemand Lummermann! Gibt es hier eine gewisse Frau? Martin, ich habe hier ein Riesenpaket für eine Frau. Jim, wollen wir Freunde sein? Was hast du da gerade gesagt? Ja, Jim, das war eigentlich nicht für dich bestimmt. Emma und ich, wir müssen fort von Lummerland. Wegen mir? Entweder wir bleiben alle drei hier oder wir gehen alle drei. Hier bleiben können wir nicht, also dann gehen wir. Ich halte jetzt die Luft an, bis du mich mitnimmst. Also gut. Hinter uns liegt Lummerland, da wären wir gern geblieben. Vor uns liegt das weite Meer, vom Wind und Wellen getrieben. Schaukeln wir im Morgentau, auch wenn das Herz uns bricht. Wie lang und wohin die Reise geht, das wissen wir nicht. Wenn wir nur Freunde bleiben, ist alles halb so schlimm. Die kleine Emma, Lukas und der tapfere Jim. Nun ging der Kaiser von China, gibt hiermit kund und zu wissen, hört und gebt Acht! Ein ganzes Jahr ist es nun schon bald her, dass des Kaisers einziges Kleid Kind von einem schrecklichen Drachen geklaut wurde. Haben Sie und Ihr Freund einen Ausweis? Nein, wozu denn? Wenn Sie keinen Ausweis haben, haben Sie keinen Beweis, dass Sie vorhanden sind. Ohne Ausweis gibt es überhaupt nichts, amtlich gesehen. Und ein Mensch, den es nicht gibt, kann nicht zum Kaiser gehen. Das ist logisch. Ihr seid verhaftet. Mich dünkt, dahinter steckt ein tiefes Geheimnis. Majestät, mein Freund Jim und ich, wir werden es erforschen. Die Stadt der Drachen liegt hinter den schwarzen Felsen, im Land der tausend Vulkane. Sieben ist 14, 3 mal 7 ist 21, 4 mal 7 ist 28.